Ein Teppich kann man da sicherlich reinstellen. Ansonsten das natürlich eher für... Hier steht übrigens, für welchen Raum das ist. Das ist generell, den können wir überall reinlegen. Hose, ein Sofa ist natürlich fürs Wohnzimmer, denke ich mal. Generell, eigentlich auch nicht schlecht. Müssten wir auch mal gucken, dass wir das hinkriegen. Da brauchen wir aber Cloth Production 4. Das sollten wir aber auch hinkriegen. Aber es gibt es für den Schlafraum scheinbar nichts weiteres. Stiefel und so ist ja Schwachsinn. Nö, gibt es nicht. Was brauchen die Cloth Production? Gar nicht so viel. Gar nicht so viele Skillpunkte. Können wir glatt durchskillen. Die Frage ist, brauchen wir das jetzt gerade? Nicht, dass wir die Punkte verschwenden. Das wäre halt sehr ärgerlich. Das Wichtigste ist erstmal das. Da haben wir 17, eventuell brauchen wir nochmal 20 für die Schmiede. Das heißt, wir müssten da schon ein bisschen aufpassen. Andererseits müssten wir ja noch bauen. Komm, wir machen Cloth Production durch. Dann haben wir 10 Punkte über. Können hier in der Cloth Production jetzt alles was machen. Was ist das hier? Achso, Klamotten. Da müssten wir das noch lernen. Das brauchen wir aber nicht. Das sind nur die Klamotten, die wir tragen können. Die sind jetzt nicht so wichtig. Aber wir können jetzt hier ein Sofa machen und. Ist ja gar nicht so schlecht. Was bringt denn das für Skillpunkte? Das bringt nochmal zusätzlich 3 Punkte. Also das auch Dinge, die wir jetzt zeitnah angehen sollten. Die Steine, die müssten doch jetzt langsam mal fertig sein. Oh, da kommen sogar noch eine Menge. Dann gucken wir mal. Die Karre kommt mal ein bisschen näher, so dass wir die befüllen können. So, und dann schauen wir mal, wo sind die Steine? Einmal hier unten. Ziehen wir mal hoch. Holla, die Waldfee. Zack. Und wo sind die anderen Steine? Hier müssen noch so viele Steine sein. Bin ich blind? Ich sehe hier auch keine Stockpile oder so. Das irritiert mich ein wenig. Campfire. Ah, der tut das da hinten in den Stockpile rein. Alles klar. Dann machen wir jetzt folgendes. Da Trick 17 mit anfassen. So, das sieht doch schon besser aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal. Wir können ja erstmal hochgehen. Das war mit der Schmiede. Dann können wir auch mal absehen, in etwa wie viele Steine wir noch brauchen. Ich freue mich auf die Schmiede. Ja, das ist ganz cool. Also die Schmiede, die reizt mich sehr. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das mit dieser Umweltbelastung ist. Was ich euch mal ganz gern zeigen würde, ist, es gibt so eine Browserkarte, die sich öffnet, wenn ich hier raufgehen würde. Das Problem ist, ihr könnt es nicht sehen. Ich muss mal gucken, wie ich das abfilme. Das kriegen wir auch hin, dass ich euch das mal zeigen kann oder so. Da müsste ich wahrscheinlich mal den Desktop abfilmen. Aber auch das kriegen wir geregelt. Muss ich wahrscheinlich, in Livestream ist das natürlich schwierig, aber abgesehen davon kriegen wir das sicherlich geregelt, dass ich das mal zwischen den Livestreams quasi gesondert abfilme und hinter den Let's Play, hinter einer Let's Play-Folge ranhänge. Das sollten wir hinkriegen. Die Fenster müssten wir natürlich auch noch machen. Das lassen wir aber erstmal. Oder wollen wir... Es wäre natürlich auch ganz cool... Wartet mal. Jetzt habe ich eine Idee. Nein, das war falsch. Hä? Was? Ich überlege, ob wir das nicht so machen hier. Ich habe eine Idee. Wir machen hier quasi zwei so und der Rest wird Glas. Oder Fenster halt erstmal. Was anderes haben wir ja gar nicht. So, dass zwei Reihen so werden. Wir können auch gucken, wir können auch Glas herstellen. Das würde sogar auch noch gehen.
So, das heißt hier zwei, da zwei. Dann haben wir so eine bisschen durchsichtige Schmiede. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Und hier vorne machen wir das gleiche in grün halt. Zack. Die Frage ist, ob das bis zum Boden gehen soll. Da bin ich mir nicht sicher. Ach so, hier haben wir das Problem. Ja gut, dann müssten wir es so da durchsichtig machen. Ein bisschen anders. So, und da kommt Glas rein. Und ob wir die Schmiede nicht ein bisschen größer machen, ein höher halt, können wir auch machen, dass die Schmiede so ein bisschen überdimensioniert wirkt. Das kann man ja machen, ne? Willkommen in meinen Größenwahn. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, hier einmal solche Fenster zu machen. Dass wir hier sagen, wir hauen hier Fenster rein. Man kann aber auch wohl Glas herstellen. Wobei ich glaube, für so eine Schmiede geht das Richtung Fabrikgebäude. Das ist dann nicht so schlecht, ne? Ich glaube, das kann man machen. Die Frage ist, ob man das hier unten nicht auch gleich macht. Ganz ehrlich, dann bis zum Boden hin. Dann sieht das vielleicht ein bisschen stimmiger aus. Ein bisschen gewollter. So, dann machen wir das hier alles weg. Und da kommt es auch alles hin. Alles voller Fenster. So hat man übrigens Windows 10 erfunden. Durchs Fenster bauen. So. Weiter geht's. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Ich glaube, das läuft. Und das, was wir da unten herstellen, sollte dann ja schon fast reichen. Oder mal einen falsch gesetzt. Ach, den Boden müssen wir noch machen. Wobei ich echt überlege, ob wir den Boden dann später aus Bricks oder sowas machen. Ich habe gesehen, dass es sowas ja auch gibt. Die müssten wir hier in der Schmiede wahrscheinlich irgendwie brennen können oder so. Müssen wir mal gucken, wie das mit dem Ofen genau funktioniert. Ich könnte dir viel sagen, aber ich will nicht zu viel spoilern. Ja, das ist auch ganz nett, weil das ist immer ein bisschen schlecht dann. Man will es ja auch kennenlernen. Aber als Tipp, mach die Schmiede hoch. Oder lass erstmal das Dach weg. Muss man kein Dach haben, bis du weißt, wie hoch du musst. Glas ist leider noch etwas buggy. Nicht durchsichtig, ein bekannter Bug. Ob es behoben wurde, weiß ich nicht. Ich denke nein. Gestern war es noch verbuggt. Oh, ich danke dir für den Beitrag. Ja, ein Patch ist seit gestern ja nicht rausgekommen, dann ist es verbuggt. Ja, wir können das Dach hier mal offen lassen. Wir machen eine Open-Air-Schmiede, damit der Dreck direkt ins Ozonloch geht. Ist ja logisch. Ich weiß gar nicht, ob man ein Dach braucht. Wenn wir das nicht brauchen, können wir die auch meinetwegen erstmal offen lassen. Aber ich hätte auch gedacht, so ein Industriegebäude, ich hätte da noch zwei Ebenen draufgesetzt. Aber ich finde es auch gut, dass du nicht spoilern willst, denn ich mag es, Spiele selber rauszufinden. So Tipps und so sind eine coole Sache, aber generell muss ich sagen, bin ich ein echter Fan davon, Sachen selber rauszufinden. Wenn man natürlich irgendwo total hängt und verzweifelt, ist man natürlich dann doch irgendwann froh, wenn man Hilfe bekommt, aber generell, ja, ist bei diesem Spiel die Gefahr wohl nicht so gegeben. Auf jeden Fall echt cool, du scheinst das Spiel gut zu kennen. Und ich bin froh, dass die Schmiede nicht zu groß ist. Ich habe erst gedacht, völlig überdimensioniert, totaler Wahnsinn. Und jetzt bin ich froh, dass ich scheinbar doch nicht so extrem gebaut habe. Gut, das kann jetzt erstmal mit runter. Das Dach machen wir nicht, haben wir gesagt. Ich weiß nicht, ob das geht. Habe ich den zufällig dabei? Den Ofen. B ist Backpack. Wir haben den dabei. Ja, was für ein Glück. Wir setzen den mal Le Ofen. Der ist aber doch schon größer. Okay, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ich hätte gedacht, das sieht schlimmer von hinten aus. Ich glaube, der setzt was vom Fenster. Das sieht besser aus als. Ich habe erst überlegt, ob ich den noch einen quasi, wenn wir jetzt hier vorstehen. Ich habe erst überlegt, ob wir den hier in die Wand stellen. Das Problem, was ich dann aber habe, ist, von hinten sieht es dann wahrscheinlich doof aus. So sieht das gewollt aus. So sieht es symmetrisch aus. Von hier drin ist jetzt auch nicht schlimm, weil wir haben links und rechts einen Platz frei. Es ist wie gewollt. Wir müssen natürlich hier noch einen Boden machen. Das Doofe ist, das Ding steht hier. Ich weiß nicht, was können wir hier drin überhaupt machen? Aha. Was? Wir brauchen Tier. Was? Wir brauchen Tiere. Wir haben Tier 0. Ich glaube, das Dach fehlt. Wir haben keinen Raum. Ich kann ja mal eine Tür reinsetzen, aber ich befürchte, wir müssen ein Dach machen erstmal. Das wir dann später wieder abreißen. So, diesen schönen neuen Weg hier runter, sehr schön, das freut mich.
So, dann geht's hier rum. Ja, cool, cool, cool. Wir gucken mal, was wir hier haben. So, Steine haben wir ja schon wieder eine Menge. Aber ich glaube, wir machen ein Holzdach, oder? Machen wir ein Holzdach? Ich glaube ja, weil Steine sind ein bisschen teuer dafür, oder? Gerade wenn wir wissen, wir wollen es eh ändern. Wir gehen ganz kurz mal Holz fällen irgendwo. Wir nehmen mal, die Karre können wir nicht mitnehmen. Das bringt nichts. Ich will ja hier vorne keine Bäume fällen. Oh, wir müssen was essen, sehe ich gerade. Einmal Los Tomatos. Und was haben wir hier noch? Wir benötigen Vitamine, definitiv Vitamine und Fett. Gut, mit dem Fett wissen wir uns zu helfen. Was bringst du uns? Noch gar nichts, muss gekocht werden. Mit den Pilzen weiß ich noch überhaupt nichts anzufangen. Da, 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 da. Minus 200. Nee, ist auch nicht so gesund. Ich gebe dir nur einen Tipp. Ich hasse das Spoilern selbst. Ich habe mir damals Deus Ex geholt. War etwas weit. Habe dann einen Stream geguckt, um zum... Was? Um zu gucken, wie er das so macht. Er war am Anfang und dann kommt da einer und spoilert die komplette Geschichte mit Ende. Seitdem habe ich das Spiel nicht mehr angefasst, weil es keinen Spaß mehr macht. Ja, so sehe ich es auch. Genauso sehe ich es auch. Also, darum gucke ich mir generell auch keine Eco-Streams groß an. Also hier und da lohnt sich mal so ein bisschen, aber auch nur die, die am Anfang sind. Ich kenne nichts, was an Neutechnischen ist. Selbst bei Gronkh habe ich gesehen, da ist es jetzt ein bisschen technisch geworden. Die haben plötzlich so ein Gefährt und hast du nicht gesehen. Gucke ich bewusst nicht, weil ich würde mir den Spaß am Spiel so selber ein bisschen nehmen. Fett und Proteine, alter Falter. Komm her, eigentlich ist es egal, was wir jetzt essen, komm. Passt schon. Boah, 824 hat gepasst. Ja, sehe ich halt ähnlich. Ich finde es halt voll doof. Ich finde es auch doof von den Leuten, die spoilern. Ich weiß auch nicht, was die davon haben. Ist halt echt schade, weil die Leute spielen das Spiel ja, um es kennenzulernen. Gut, das eine oder andere Spiel spielt man vielleicht auch schon das zweite oder dritte Mal. Da ist es dann ja nicht so schlimm, wenn man da neue Dinge kennenlernt, wenn Leute sagen, Mensch, das hast du nicht gemacht. Aber prinzipiell bin ich halt auch ein Freund davon, Spiele zu erkunden. Kleine Schmiede, wo es heiß und Hitze, über 400 Grad im Ofen, Holzdach. Es brennt zwar nicht, ist aber unlogisch. Ja, aber ich würde das Holz ja nur vorübergehend nehmen, weil wir nicht so viel Stein mehr haben. Und wir brauchen bestimmt auch Stein zum Brennen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir den irgendwie brennen können oder so. Ich weiß es halt ja nicht. Von daher würde ich das einfach aus dem Grunde quasi machen wollen. Wir holen uns übrigens hier die Leaves. Oh. Xelron. So, das ist eine Kunst für sich. Baum fällt. Ja, also wie gesagt, das Dach ist ja nur provisorisch. So, den Strunz, den mache ich immer weg. Das mag ich überhaupt nicht, wenn das hier rumsteht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal verrottet oder so. Das bin ich mir nicht sicher. Ich mache es auf jeden Fall immer weg, weil ich mag es nicht. Ja, mit diesen Spoilern ist halt immer so eine Sache. Das ist auch immer die Gefahr, wenn man zu viele Let's Plays guckt von dem Spiel, was man selber gerade spielt. Ne? Also generell schaue ich auch gerne Let's Plays und so und finde es auch voll cool und gucke da auch gern anderen zu. Aber wie gesagt, nicht bei Spielen, die ich gerade selber spiele oder nur sehr bedingt, denn ich wollte gerade sagen, was ist da los? Denn wie gesagt, ich würde mich halt auch ärgern, wenn alles gespoilert ist. Das ist ja nicht sinngemäß dann. Aha, warum kriegen wir hier mehr raus? Aha, bringt das was? Okay, hier geht's nicht. Hier auch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wir machen das einfach mal. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einen Vorteil hat. Wahrscheinlich nicht, aber ich will es mir halt so vorstellen. Verstehst du? Lumber Research Location. Das ist doch alles Schwachsinn. Das, ich will die Texte nicht haben. Felder? Ah, die Felder haben wir, genau, die wollen wir da bauen. Das ist okay.
So, dann geht es ganz kurz ins Lager. Das Haus sieht schon ganz stattlich eigentlich aus. Das ist nicht schlecht.